Wenn ich mit Menschen aus anderen Bundesländern zusammenkomme, dann begegnen mir immer zwei Bilder. Das starke, wirtschaftlich erfolgreiche Bayern, das Bewunderung erfährt, ja. Aber mir begegnet noch ein zweites Bild, und das ist das arrogante, überhebliche Bayern, das allen auf die Nerven geht, aber das auch unglaublich viele Menschen verletzt. Und ich sage dann, das erste Bayern, das sind wir tatsächlich. Aber das arrogante, überhebliche Bayern sind wir nicht. Nein, das ist die Regierungspartei und niemand anders. Wenn ein Ministerpräsident eines Landes, und er ist momentan der Ministerpräsident unseres Landes, Berlin als Resterampe der Republik bezeichnet und Bayern das Penthouse der Republik nennt, dann ist das verächtlich und dann ist das unanständig und respektlos. Das sind Politiker, die grundsätzlich allen anderen Bundesländern erklären müssen, dass Bayern besser sei. Sie haben das heute in aller Ausführlichkeit getan. Das ist die CSU, die in Berlin Regierungsämter einerseits besetzen will, aber andererseits jede Gelegenheit nutzt, die Regierung an den Rande des Zusammenbruchs zu bringen. Und wer sich so verhält, der baut keine Brücken, sondern der reißt sie ein. Und das ist das, was Sie tun. Sie stehen für ein Bayern, das gegenüber dem Rest der Republik großmäulig, arrogant und besserwisserisch auftritt. Ich will ein Bayern, das aus seiner Stärke heraus solidarisch ist und an Lösungen mitarbeitet, statt Konflikte immer wieder anzuheizen. Und vor diesen Alternativen steht Bayern. Reines Vertrauen auf den Markt oder starker Staat für alle. Politische Taktiererei oder Politik mit Haltung. Krachlederne Arroganz oder Solidarität in Deutschland. Das ist die Wahl, die Bayern hat. Gehen Sie mal in sich, wenn Sie die Worte Respekt, Anstand und Haltung in den Mund nehmen.